Hallihallo, hallo, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origins. Ja, beim letzten Mal habe ich ja das Buch zurückgemacht für den alten Herrn. Das hat leider nicht ganz so geklappt. Ich habe Reda kennengelernt. Und ich wollte dann eigentlich ein Rätsel lösen. Hier, also ich habe es leider nicht geschafft, aber vielleicht kommt das noch. Hier, fruchtbare Länder, einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Jammu am Mariotsee, gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Ich habe dann versucht, das bis hier oben hin, wo ich das Flussfettversteck und das Geiernest gemacht habe, herauszufinden, wo das ist, aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das auch höher ist. Ich könnte jetzt auch sagen, das ist wegen dem See, ne? Das ist jetzt mein großes Problem. Aber okay, vielleicht einige hundert Meter, weil einige hundert Meter sind noch unter so einem Kilometer, sage ich mal. Und das ist hier, so, müsste ja eigentlich in dem Bereich sein, weil auch nordwestlich da stand. Jo, jetzt habe ich natürlich auch mein Problem. Jetzt habe ich hier irgendwas entdeckt. Das heißt ja nicht direkt am Wasser. Es soll nur am Mariotsee liegen, ne? Also es könnte, ich, doof gesagt, es könnte jetzt irgendwie hier so ein bisschen liegen. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal abwarten. Vielleicht entdecke ich das noch. So, und dann habe ich mich, wie gesagt, entschlossen zurückzukehren, um endlich mal diese Quest mit dem Priester Meneheb zu erleben. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Meneheb. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Meneheb. Oder heißt es Diener der Göttin? Meneheb reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jammu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Huh? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4:1 in der Überzahl ist, ha? Huh? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Oh, wir dürfen die jetzt finden? Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. So, Nummer 1. Nummer 2. So, wo haben wir denn als erstes hin?
Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. So, das erste entdeckt. Keba, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Hier lang. Danke, Onkel Bayek. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. Nyla, verfolgst du mich etwa? Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Ah, ja. Hat sie nicht ganz unrecht. So. Einer ist ganz irgendwie da oben und einer ist so... Da, okay. Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe hier. Gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Soris, bleib zurück! Aber ich bleibe lieber bei dir. Nein, wirklich. So. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Das war das letzte Kind. Ich sage Menehet, dass die Kinder sicher sind. Oh. Da wird sich aber Menehet bestimmt freuen, dass seine Kinder ein bisschen Spaß hatten. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt. Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Menehet, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. So, der Hinterhalt im Tempel habe ich abgeschlossen. Und ich habe eine neue Fähigkeit bzw. Fähigkeitspoint. So. Wir sollen uns jetzt mit den Händlern am Markt treffen. Ja, dann mache ich das doch gleich mal. Ich darf darüber laufen. Und dann mache ich das auch. Und ich werde jetzt am Markt mal gucken, was die da veranstalten. Guckt euch mal an, wie das aussieht, ne? Und das meinte ich gerade so mit clean Foto. Weil, ich muss echt mal nachlesen, ob ich irgendwie an die Fotos rankomme, also in-game. Weil wenn ich die über die, wie gesagt, über die Xbox mache, dann habe ich da immer die, ja, das hier, also oben hier mit, die Anzeigen mit bei. Und das finde ich jetzt nicht ganz so toll, ehrlich gesagt. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Hätte er gerade mich bedroht? Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt.
Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. So, wir sollen ihn außerhalb treffen, wo das Dorf auf dem Ackerland trifft. Ja, okay. So, und da das ja abends sein soll, haben wir ja, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ne? Dann können wir ja uns eigentlich hier mal ein bisschen umschauen. Und das bedeutet für mich, dass ich mir das da mal angucke. In der Zeit noch, bevor es Abend wird. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da. Na komm, ich nehme hier das. Das Schiff hier. Oder das Boot hier. Schiff kann man es ja nicht nennen. Upsi. Keine Munition mehr? Wow. Alter, ist das ein Monsterkrokodil gewesen. Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. So. Eine schwere Klinge. Da haben wir auch noch was zu plündern. Dann gehe ich mal kurz in die Ausrüstung. Denn so wie es aussieht. Habe ich jetzt. Nee, immer noch nicht. Ich glaube, das lasse ich immer noch, ne? Ihr seht ja, ne? Also irgendwie finde ich keine Waffe, die irgendwie mich jetzt richtig umhaut, ne? Okay, diese bronzene Elypsion-Axt, aber das ist jetzt keine seltene, das ist eine ganz normale. Und ich habe mir gleich eins angewöhnt, dass ich erstmal hier... Genau, verdorbene Seele, hauen wir doch den rein. Weil der hat jetzt ein bisschen Arbeit. Ich habe das Problem, dass ich keine Pfeile mehr habe. Eieiei. Das ist natürlich wieder so ein bisschen, was mich tierisch ärgert. Wie viel? Ich habe nur einen Point. Ne, da brauche ich auch nichts machen. Gut. So, Bestellung von Fleischereizubehör. Diese Ausrüstung Ware sind für Mutnofred und seine Fischereibetrieb am Nil. Sei vorsichtig beim Transport, um sicherzustellen, dass die Krokodile die Materialien nicht beschädigen oder dich fressen. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt. Das hat sich definitiv komplett erledigt.
Aber das Krokodil da, Alter, heieiei. Wir sollen ihn nachts treffen. Das muss er aber hier noch ein bisschen reifen. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Kann ich mit dem Mietze da spielen? Nee, leider nicht. Das geht wirklich. Yeah. Geil. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr ihr lebt. So eine Schande. Baki, du bist einer der besten Händler, mit denen wir Handel treiben. Mach weiter so. Wir senden dir einen großen Bestand an Mumien. Sie müssen bis zum Ende des Monats verkauft sein. Okay, finde das Lager der Banditen. So, und wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir diesmal hin. Ja, dann kann ich auch hier Leute lang reisen. Beziehungsweise reiten. Ich bin schon richtig so drinne, dass ich echt am Überlegen. Oh, was denn? Komme ich da nicht hoch oder was? Dass ich am Überlegen bin, welche Quests ich als nächstes mache, beziehungsweise was ich als nächstes erkunde oder mache oder nicht. Guckt euch das an, ne? Guck mal, da sind auch noch zwei oder was. Fangen wir mal irgendwie an.
Nicht um die. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Na, ob das so klappt? Mal gucken. Was? Ich würde sagen, das ist gesessen. Auch wenn das eigentlich überhaupt nicht so abgelaufen. Oh. Feuer gefangen. Gar nicht so abgelaufen ist, wie ich das eigentlich. Ist voll okay. Es gibt Ärger. Großen Ärger. Arbeitet zusammen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hat er seinen eigenen Kumpel da gerade platt gemacht? Ist ja geil. Ja, das hat ihm deutlich besser funktioniert. So, haben wir hier noch was? Nee, ne? Obwohl, hier, doch. So, das Lager ist ausgeräumt, beziehungsweise... erledigt. So, jetzt über. Wie mache ich das am besten? Also würde das bedeuten, theoretisch. Oh. Ah, dahin. Ja, dann würde ich da sagen, mache ich das mal kurz. Ich reite mal gerade ganz kurz hier durch dieses Wüstental. Um da hinzukommen, zu diesem Aussichtspunkt. Ich habe echt gedacht, dass das eher bei den Pyramiden da ist. Nice. Das können wir nämlich mitnehmen, wenn ich jetzt eh gerade hier in der Ecke bin. Wie kommt da ein Schiff hin? Kann mir das einmal erklären? War das alles mal hier voll Wasser, ne? Doch, da ist was. Ich habe überall gesucht, aber kein Licht gefunden. Dann blickte ich auf unseren König, meine Herren, und siehe, da war Licht. Wir sollten weiter auf der Sonnenbarke durch den Sand fahren. Er wird uns führen. Hier.
Kann ich jetzt hier hin? Obwohl, das war eigentlich jetzt auch Nonsens, ne? Warum war das Nonsens? Weil ich ja hier eigentlich gar nichts mehr machen brauche. Außer, ich will gerade hier noch hin. Zum Steinkreis des göttlichen Löwen. Da könnte ich mich eigentlich doch an die aufmachen. Was ist denn das hier für eine Quest, die mich hier so anlächelt? Prüfung der Sachmet findet gerade statt. Ach so, okay. Oder Sachmet. Dann würde ich mal sagen, ich bewege mich hier zu diesem Tierkreis. Wie geil sieht das denn aus? Alter, das ist echt so, wo du denkst hier, das ist hier, was ist denn das? Dass du echt denkst, das ist, Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber dann werde ich mich mal hier drum jetzt mit beschäftigen, weil ich ja, wie gesagt, gerade in der Nähe bin. Ja, ich hoffe aber, weil das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, bis hierhin hat es euch gefallen. Ihr wisst, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne, Dankeschön dafür. Schaut doch gerne bei einem meiner Livestreams rein. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.